Ja, und damit sage ich Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerim. Beim letzten Mal waren wir ja genau hier stehen geblieben. Und wir hatten ja auf dem Weg zum Sanktum, wo wir ja eigentlich hin wollten, wieder so viele Sachen entdeckt, dass wir es nicht dorthin geschafft haben. Das nächste, was ich entdeckt habe, ist diese Baldur-Beuter-Höhle. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Da werden wir nämlich gleich reingehen. In der Zwischenzeit, das kann ich ja mal eben kurz zeigen, habe ich noch ein paar Tränke hergestellt. Und ich habe einen Trank von den Grünen auch schon mal ausprobiert. Und der ist jetzt mit dem Stahlkurzschwert halt verbunden oder wird auf dem angewendet. Da bin ich schon mal gespannt. Und ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit nochmal, ja, ich glaube zweimal war ich nochmal bei dem Marius, bei dem Händler. Der ist ja hier unten, das habe ich aber relativ schnell erreicht. Ich bin einfach hier durch den Fluss geschwommen und habe da noch ein paar Sachen verkauft. Ja, weil wir einfach so mega überladen waren, ne? Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Luft. Und was ich noch gemacht habe, ich habe tatsächlich hier auch die Kleidung nochmal gewechselt. Und habe wieder auf die, Straßendieb-Tracht umgeswitcht. Weil die andere, das hat man doch beim Laufen gemerkt, weil das schwere Rüstung ist. Ansonsten ist aber alles beim Alten und ich würde sagen, wir legen dann auch direkt gleich mal los. Die können wir ja noch mitnehmen. Und ja, ich muss noch mal gucken. Ich glaube, einmal die Fackeln. Ist die wieder weg? Nee. Oh, ist noch da. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch ein Lehrbuch. Das können wir ja noch einlösen. Genau, und dann gehen wir mal hier rein. Ach so, ja, okay, müssen wir noch aufbrechen hier. Ja, das war natürlich gut leicht. Ja, ich werde mich hier auf jeden Fall schon mal ausrüsten. Weil, ja, hier kommen garantiert irgendwelche. Ich sehe das auch schon. Dann machen wir es einfach wieder so. Ach ne, hier war das. Dass wir unseren Freund wieder mit dazu holen. Und der kann dann hier ein bisschen uns mithelfen. Weil ich sehe jetzt alleine schon 4. Das sind echt viele. Das wird wahrscheinlich gleich wieder in die Hose gehen. Das wirkt tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, nur ein einziges Mal. Und bin gerade am Überlegen, ob wir noch so eine Rolle mit dazu nehmen sollen. Bei diesem Chamäleon zum Beispiel, da weiß ich auch noch nicht, was das zum Beispiel, keine Ahnung, was hat das auf sich? Und wir gehen einmal kurz raus. Ich werde mich einmal kurz heilen. Und dann werde ich mir gleich einen neuen Freund dazu holen.
weil da waren nämlich noch ein paar mehr als nur die 3 oder 4. Ist er jetzt da? Ja. Gut, dann gehen wir noch mal rein. Jetzt mit dem Bogen fertig, wenn die mir weglaufen. Hä? So kann ich den jetzt nicht benutzen? Was ist das jetzt schon wieder? So, man kann ja viel. War nicht geladen oder was? Und der. Unser Kobold, der kommt jetzt hier nicht mit rein. Was ist mit dem denn? Der bewegt sich gar nicht mehr. Ist der gebackt oder was? Stahlkurzschwert, wartet mal, das nehmen wir auch mal. Ich bin nämlich der Meinung, oh ja, das ist deutlich besser als das, was wir haben. Dann hauen wir das auf jeden Fall schon mal weg. Natürlich immer beim Nahkampf dann ein bisschen blöd, der Bogen. Da habe ich auch irgendwie noch, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht so richtig für mich die den Trick oder den Bogen raus sozusagen. Jetzt müsste ich noch mal ausprobieren. Ja, das machen wir noch mal. Er läuft jetzt weg. Was ist das für ein Scheiß? Was ist denn so, dass wenn man die einmal trifft, dass die dann abhauen? Kämpft sich gerade echt richtig räudig. Das ist ja nicht so einfach hier. Was passiert denn da, wenn ich das jetzt nehme? Gar nichts passiert da. Was soll mir das jetzt sagen? Ja, dann gehe ich erstmal raus hier. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu blöd. Chamäleon, da keine Ahnung, was das gebracht hat. Das hat sich mir jetzt, sag ich mal, nicht so erschlossen, um ehrlich zu sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall da nochmal wieder einen Kobold. Oder meinetwegen einen Zombie, der da mit reingeht. Weil. So, ja, okay, brauche ich mehr Mana, ja, verstehe.
Ja, das ist ja wieder eine geile Höhle. Da hoffe ich ja, dass wir da auf jeden Fall wieder genug belohnt werden für den Aufwand, den ich da jetzt schon wieder betreiben muss, um da irgendwie weiterzukommen. Ach so, den Zombie wollten wir jetzt mal nehmen. Noch. Jetzt geht's. Gut. Warum zum Geier kommt der Zombie da jetzt nicht mit? Sind die denn, Alter? Wenn man die ein, zweimal trifft, dann bleiben die stehen oder rennen weg? Das ist ja strange. Habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden, auch warum der Zombie da jetzt nicht mitkommt. Das finde ich gerade auch so ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Müssen wir hier nochmal einrufen. Ich weiß nicht, ob der, anscheinend kann der nicht durch Türen. Komisch. Ist nicht. Muss man echt bannig tricksen hier, Alter. Ja, mit dem Schwert werde ich hier ja auch nichts. Das muss ich noch ein bisschen verbessern. Das ist jetzt gerade ein bisschen ätzend hier, wahrscheinlich. Ich speichere nochmal zwischen, nicht, dass das wieder gleich nach hinten losgeht und dann ist wieder. Ja, das meine ich, ne? Dann hast du die Einzahl mal getroffen. Den hauen die ab, Alter. Ich meine, wie albern ist das denn? Alter. Ich werde hier gleich nochmal einen Zombie holen. Ich muss nur noch kurz warten, bis ich den rufen kann. Weil. Irgendwie? Ich weiß nicht. Also, das ist doch. Kann doch irgendwie nicht richtig sein, oder? Da rennt der jetzt auch schon wieder weg.
rede, ey. Das haut doch irgendwie vorne und hinten nicht hin, ey. Keine Ahnung. Ja, das ist. Da hängt einer fest. Der haut denn auch wieder ab, ey. Raff ich nicht. Jetzt schießen die wieder auf mich. Hä? Strange. Weiß nicht, es ist heute ein bisschen seltsam irgendwie. Da, jetzt rennt der wieder weg. Oder wollt ihr zumindest? Das macht den alle, ey. Ich will hier auch mal fertig werden. Ich bin ja hier mehr damit beschäftigt, hier den Viechern hinterher zu rennen. Als hier irgendwie gerade zu kämpfen. Irgendwie ist das ja gerade total seltsam. Habe ich den einmal getroffen, jetzt greift der mich wieder an, oder was? Oh, oh nein, ey. Ja, dann müssen wir uns gleich in Ruhe hier einmal umgucken. Einer ist hier, glaube ich, noch, oder zwei oder so. Der ist aber gleich erledigt, so wie das aussieht. Nervig, dass die immer weglaufen, ey. Schieße ich noch daneben, ich Vollidiot. Mann, ey. Also das war auch... Ich weiß nicht, das war irgendwie strange. Ich glaube auch nicht, dass das so gewollt war. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil... dass die in Form Gegner irgendwie weglaufen. Also es ist doch dusselig. Naja, dann kann ich nur hoffen, dass wir jetzt anständig belohnt werden für diesen Buggy-Style hier. Oh, ein Genesungstrank ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, dass hier noch ein bisschen mehr zu finden ist. Unten, glaube ich, hatten wir ja auch schon irgendwie eine Truhe oder sowas aufgemacht. Ja, dann, achso, da stand auch, dass der nichts dabei hat. Oh, ein bisschen Gold hier. Kann ich aber nicht aufheben. Das ist irgendwie verbuggt. Nein. Das können wir nicht mitnehmen. So, was gibt's hier? Almanach der Beschwörung? Quest hinzugefügt. Die Bücher der Beschwörung. Ich fand ein altes Buch, in dem die Geheimnisse der Beschwörung niedergeschrieben wurden. Dieses Buch ist nur eines von vielen Büchern, die an den verschiedensten Orten Nerims aufbewahrt werden. Je mehr dieser Bücher ich berge und lese, desto mehr und stärkere Beschwörungszauber kann ich ausüben. Das ist ja nicht schlecht. Und kann ich jetzt mit dem Buch denn auch was machen? Nee, das ist hier nicht drin. Denn ist das... Wo ist das? Quests hier, ne? Ja. Ja, geil. Das ist ja schon mal cool. Da haben wir schon mal was Nettes gefunden. Hier ist auch noch was. Oh, geil. Noch eine Rune. Kobold haben wir zwar schon, aber die bringt halt Geld, ne? Ach, Kohle. Ja, Kohle ist auch nicht schlecht.
Gold. Da ist auch noch ein Trank. Boah, eine Teleportrune, geil. Da habe ich ja schon eine von verballert. Durch meine geile Aktion. Mit der Abtei Tirin, wo ich ja nicht wieder... wo ich einfach nicht nachgedacht habe, dass ich ja denn nicht mehr zurückkomme. Und na gut, dass mir da eine Rune abgezogen... eine Teleportrune abgezogen wird, das wusste ich ja auch nicht. Also... ich hebe hier gerade mehr Knochen als alles andere auf. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Knochen rausschmeißen. Eisenbahn. Hier ist doch noch mehr. Hier sind auch noch auf jeden Fall... hier ist nämlich noch Gold und so. Das ist jetzt nur gerade ein bisschen schwierig zu finden alles. Weil das halt unter den ganzen Knochen irgendwie versteckt ist. Ja, so geht's auch. Man hebt einfach alles auf und schmeißt danach dann nur die Knochen wieder weg. Ja, dann haben wir wohl alles, ne? Sieht so aus. Gut. Das hat sich gelohnt. Sehr schön. Eure ekligen Knochen, die könnt ihr behalten. Da weiß ich sowieso nicht so genau, was man damit anfängt. Schädel. So, wie schwer sind wir denn? Na, wir haben noch ein bisschen. Könnten also noch was einsammeln, um das denn irgendwie zu verhökern. So, wir waren da. Ja, dann haben wir es, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Na gut, hier wären jetzt noch ein paar Schwerter, ne? Aber eins könnte ich noch mitnehmen. Das ist auch gut. Ah je, nee. Das können wir nicht mehr mitnehmen. So, ach, mit Bogen. Okay, das sind alles die gleichen. Das mal abnehmen, das. Das hat ein bisschen weniger Schaden. So. Ja. Das war ja relativ kurz. Das ging ja noch. So, dann werde ich mich hier ein bisschen wieder aufladen, sozusagen. So, und dann... ups. Fackel kann ich eigentlich auch löschen. Ja, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Ja. Müsste aber die richtige Richtung sein. Jetzt werden mir so eine Marke angezeigt. Okay. Jetzt weiß ich, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Was das bedeutet. Das was mit der Quest zu tun jetzt, die ich hier aktiv geschaltet habe, sind das diese Bücher oder was? Sieht so aus, aber hier habe ich doch schon ein Buch eingesammelt.
ist hier noch eins. Kann ja eigentlich bald nicht, oder? Bringt gar nicht so viel, die Fackel. Ja, egal. Also hier hinten da, bei dem Lager und da weiter hinten. Ich glaube, das hieß irgendwie Veteranhöhle oder so. Da war ich tatsächlich nochmal, da habe ich nochmal alles mitgehen lassen. Da war noch relativ viel, was ich auch übersehen hatte. Also auch noch Gold und so, da musste man sehr genau hingucken. Das war wegen der Struktur doch relativ schwer zu sehen. Ja. Aber was das jetzt hier mit dieser roten Markierung auf sich hat, keine Ahnung. Was will der jetzt von uns? Hey, du da. Ich komme von der staatlichen Vermögensbegrenzungsbehörde. Gibt's da was, was man bei dir begrenzen müsste? Ein, zwei Münzen vielleicht? Damit du unbeschadet weitergehen kannst. 20 Münzen? Alter, was ist mit ihm? Ich gebe gar nichts. Ist der nass, oder was? Das ist genau die Antwort, die du nicht hättest geben sollen. Ach, jetzt greift er mich an. Ah ja, so, so. Gut, Kollege, wenn du das so möchtest, da hole ich gleich schon mal meinen Freund dazu. Und dann werde ich mir hier definitiv das noch aufs Schwert streuen. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir vielleicht noch eine nette Rolle für dich haben. Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Das hat gar nicht geklappt. Oh, warte mal. Das hat eben gar nichts gebracht. Eigentlich wäre das auch mit dem Bogen geil. Ja, jetzt nervt es gerade schon wieder so ein bisschen, weil ach, der greift mich jetzt auch noch an, der scheiß Piss-Zombie. Oh. Das ist immer ätzend, weil das merkst du auch nicht, wenn du den... Du hast ja nichts drauf. Ist was? Der Schöpfer wird doch... Hm? Das war's für dich. So sieht's aus. Nix mit deinem bescheuerten Schöpfer. Lichtfunke, ja, ich auch. So. Danke, Zombie. Die wollten nur abkassieren. Und nichts haben sie dabei, weißt du? Ich fass das nicht. Den gebe ich gar nichts. Tobarius, das hast du mit deinem Leben bezahlt, du blöder Trottel.
Nee, das wiegt mir auch alles zu viel. Das war's. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? So. Dann werden wir gleich mal ein bisschen mit ihm feilschen. Kann man ihm ja vorschlagen. Ablehnen kann er ja immer noch. Ah, der abgelehnt. Mist. Muss ich wieder ein bisschen runtergehen. Versuchen mal. Ja, das ging. So, Stahllangbogen. Zack. 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 Oh, das gibt richtig Groschen. So, Stahlkurzschwert. Einmal. Einmal behalten wir selber. Ihr habt euch verbessert. Ach, Handelsgeschick. Den geben wir auch ab. So, die Raulederbotten. Braucht auch kein Mensch. Und das sind die Sachen, die wir selber tragen. So, was haben wir denn da noch so eingesammelt? Die Kohle und so, das... Oh, Hammer. Zwei, bitte. Genau. Rune, Garstin, Kobold, die haben wir ja schon. Jo. Top. Gucken wir mal, wie schwer wir jetzt noch beladen sind. Ja, haben wir wieder ein bisschen Platz. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder hier ausrüsten. Haben wir ja gewechselt. Also, das ist ein Söldner. Ha, ja, das war natürlich sehr dumm von denen, sich da mit mir anzulegen. So, jetzt will ich aber nochmal hier. Genau hier steht das. Was soll das denn hier sein, das Buch? Bin doch genau. Liegt das hier im Wasser? Wie fies denn? Ja, das würde man auch nur ganz, 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 ganz schwer sehen. Aber angeblich ist hier was. Ja, egal, das werden wir nicht finden. Vielleicht bei Tagesanbruch. Wenn es aufhört zu regnen, dass denn mehr los ist. Die kann ich nicht nehmen. Das kann ich auch nicht nehmen. Die ist kaputt. So. Gold. Und hier hat er ja anscheinend auch noch was. Oh, geil. Eine Teleportrune. Dafür hat es sich schon gelohnt. Mega. Stoff. Das bringt halt auch alles Geld, ne? Oh, Gönnung. Richtig nice, ey. Hier noch schön ein paar Groschen. Das war neulich übrigens auch mal fies. Das hatte ich, glaube ich, ohne euch gemacht. Da bin ich ja in die eine Höhle nochmal zurückgegangen, weil ich die Sachen ja verkauft habe. Und da war das ziemlich lustig. Da war doch die eine Alchemistin, die hatte, glaube ich, auch diese Handschuhe, die ich jetzt anhab, dabei. Und Moment, ich muss mal kurz was nach... Okay. Und genau, die hatte, da lag unterm Tisch
lag noch Aloe Vera oder sowas. Das hat man richtig schlecht gesehen. Also, das war auch so ein geiles Ding. Und hier eben mit dem Groschen. Ja, also ich weiß nicht, Leute, mit dem Wetter. Haben wir wohl nichts Besseres zu erwarten. Oh ja, doch. Ah, wie schön. So. Wagen. Ja, aber hier in dem Wagen war doch nichts. Was ist hier? Rinderschädel? Was soll ich damit? Ich kann da ja auch nicht rauf, ne? Ja, bloß warum? Wie sieht das aus? Hm. Nee, da komme ich auch nicht rauf. Also, warum da jetzt... Ich gehe da jetzt noch einmal rein, aber warum da jetzt dieser Marker hier ist... Also, ich habe hier nichts gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja auch egal. Ich werde jetzt sowieso nicht alles finden. Ich werde auch nicht alle... Was stand da gerade? Stand da jetzt Stufe... 7 bis 14. Oha, wir haben gerade mal Stufe 7. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was und jetzt ist mir leider das Spiel abgekackt. Ja, so, hier hatten wir aufgehört. Beziehungsweise hier war mir ja das Spiel abgestürzt. Und ja, ich hatte mich halt gewundert mit diesem roten Questmarker. Ich weiß nicht genau, ja, was es damit auf sich hat, weil der scheint auch irgendwie immer mit uns zu wandern. Also gehe ich mal davon aus, dass das entweder Buggy ist oder keine Ahnung, was man sagen soll. Ist auch egal, wir machen weiter. Wir wollen ja unserem Ziel, dem Sanktum, noch ein bisschen näher kommen. Und dementsprechend... Achso, ja, die Fackel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Alter, was war denn hier los? Krass. Jetzt hat es hier den ganzen Esel aus dem Leben gepeitscht, oder was? Hier ist noch so ein Gipfeljäger. Was ging denn hier ab? Jo, schauen wir mal. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Es kann natürlich auch sein, dass der rote Questmarker jetzt auch immer angezeigt wird, weil wir das eine Buch ja mit haben. Ne? Das hier. Oh. Das kann man doch anklicken. Ich habe es vorhin gar nicht gesehen. Na egal. Dieser alte Almanach beherbergt mächtiges Wissen über die Kunst der Beschwörung. Ach so, dafür braucht man Lernpunkte. Ah, okay. Ja, nee, da haben wir nicht genug. Da haben wir, glaube ich, nur einen. Aber was ist denn hier passiert? Oh, Gold. Gern gesehen. Nehmen wir auch gerne mit. Ich weiß nicht, wurden die wohl irgendwie überfallen oder so?
ja auch alles kaputt irgendwie. Achso, ich wollte ja eigentlich gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, das sieht gut aus. Oder habe ich auch gerade schon? Ach, weiß ich auch nicht. Hier hat es auch einen erwischt. Ja gut, das war ein Taschendieb, ne? Also... Das bringt natürlich Kohle, ne? Aber will ich das mitnehmen? Das ist auch alles schon wieder so schwer. Oh, die greifen uns nicht mehr an. Da hinten sehe ich schon eine Stadt. Vielleicht ist das ja dieses Gilead. Dann hätten wir schon zumindest eine Zwischenetappe erreicht. Obwohl, wenn das da gleich ist, dann können wir den Kram auch mitnehmen. Zack. Haben wir wieder ein paar Groschen mehr. Da bin ich jetzt ein bisschen sehr drauf bedacht. Weil seitdem ich gesehen habe, dass diese Jagdbücher und so wahnsinnig teuer sind. Und man wird sich ja nicht immer irgendwelche Bücher, sag ich mal, klaufen können. So wie damals bei der Fischerhütte. Ja, das ist tatsächlich Gilead. Geil. Freue ich mich schon sehr drauf hier auf die Stadt. Ich denke mal, das wird ein cooles Zwischenziel werden. Ich muss da hinten nochmal gucken, das triggert mich gerade. Schwimmen haut auch immer hin, das ist immer gut schnell auch. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Aber ich will hier nochmal kurz hoch, falls es geht. Hier nochmal einen Überblick zu kriegen. Das mag ich immer eigentlich ganz gerne. Kann man gar nicht so viel sehen von hier oben. Oh. Ah, ich ein bisschen Schaden gekriegt, aber... Das ist ja entspannt. Cool. Paar Punkte müssen wir noch sammeln für den nächsten Aufstieg. Ah, es leckt manchmal schon ganz schön, ne? Da habe ich dann immer Angst, dass es dann abschmiert, das Spiel. Schockschild, die nächste Rune, wie geil. Alles nehmen wir. Ist mir auch egal, die Toten brauchen nichts mehr. Kann sowieso nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. So ist es ja nun mal. Ja, was ich eigentlich sagen wollte vorhin, ich freue mich schon sehr auf Gilead. Ich denke mal, das könnte hier ein sehr interessantes Zwischenziel werden. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was uns hier so erwartet. Wir gehen erstmal hier hin. Scheint ein Fischer zu sein. Greminiers Haus, okay. Ist der gar nicht zu Hause? Ja, hier könnte man jetzt wieder klaufen, ne? Aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil das ist immer so Trial and Error. Ich nehme denn was, guck nach, ob das als gestohlener Gegenstand gilt. Kriminier. Die Götter mögen mit euch sein. Ja, mit dir auch. Ich habe schon wieder was entdeckt. Boah, da gehen wir erstmal gleich hin. Ruinen von Astadot. Oh, das war wieder so ein ganz schweres Ding. Die bringt zwar ordentlich Schotter, aber den müssen wir erstmal stehen lassen. Ich glaube, wir müssen allgemein erstmal einen Händler jetzt finden. Ey, was ist das?
Flammenbewahrer? Oh, was ist das? Gut, der ging ja noch. Der hatte auch nichts dabei. Warum auch immer der jetzt hier gekommen ist. Hitze ohne Ende hier noch. Hier ist noch so ein Bogen. Das sieht ja schön aus. Okay. Warum auch immer der da war jetzt. Ja, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Lage, dass wir auch ziemlich hart schon beladen sind, würde ich dann tatsächlich sagen, dass wir... Ups. Dass wir erstmal nach Gilead direkt gehen und halt gucken, ob da eventuell ein Händler ist. Da schon mal ein paar Sachen verkaufen, dann können wir da nämlich auch die schweren Sachen einsammeln. Oh, das ist ein Friedhof, so wie das aussieht. Ist das hier unsere sichere Truhe? Ja, das ist unsere sichere Truhe. Also, da würde ich ganz gerne ein bisschen von der Klamotte abgeben. Und zwar, ich habe mich ja jetzt dafür entschieden, die Sachen vom Straßendieb zu tragen. Dann würde ich die beiden Sachen tatsächlich ablegen wollen. Weil die doch relativ schwer sind. Was ist mit ihm hier? Keine Zeit, ich bin im Dienst. Soldat des Mittelreichs. Oje, oje, das sieht gar nicht gut aus. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Kommt schon, jetzt schaut nicht so. Ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. Und eure Ausrüstung muss ja Tonnen wiegen. Aber ich weiß ganz genau, was ihr dagegen tun könnt. Ganz genau. Ihr braucht jemanden, der euch das Laufen abnimmt. Ihr braucht einen Esel. Denn mit einem Esel kommt ihr viel schneller voran als zu Fuß und müsst euch selber nicht abrackern. Er ist zahm und genügsam. Na kommt schon, das muss euch doch einfach einleuchten. Wollt ihr einen Esel bei mir kaufen? Ja, geil. Fredo, der will uns einen Esel andrehen. Also ein Toppen, also ein Gaul, ne, haben wir ja schon gesehen. Ach nee, nee, stimmt gar nicht. Das verwechsel ich jetzt mit einem anderen Spiel, was ich privat zocke ohne Aufnahmen. Vergesst es. Ich möchte ein Pferd kaufen. Nee, ein Toppen finde ich nicht so lustig. Ein Esel finde ich geil. Ey, wir kaufen uns einen Esel. Mal gucken, was der kostet. Wusste ich's doch. Er ist auch gar nicht teuer, nämlich bloß 500 Geldstücke. 500? Oh, ich glaube, wir haben... Das ist ein Wort. Wunderbar. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr mit ihm zufrieden sein werdet. Der war teuer. Unser eigener Esel! Wie geil! Mein grauer Esel! Hey, Freund! Oh, ei, ei, ei! Oh, und er hat so geile große Ohren. Ist der cool. Hä? Was will der? Keine Zeit, ich bin im Dienst. Ja, warum klebst du mir denn am Arsch, als hätte ich Zucker in den Taschen? Spinnst wohl, ey. Was ist das für ein Spinner? Seit ihr den Esel habt, sieht euer Gang viel entspannter aus. Glaubt mir, das Tier tut euch gut.
Mit dem konnte man auch nicht feilschen. Also ich habe das mindestens nicht gesehen. Geil, die steigt auf. Oh, wie kann man den jetzt? Okay, vorwärts, rückwärts, also ganz normal. Oh, das ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig jetzt hier, die Steuerung. Uiuiui, die ist wirklich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Okay, mit Leertaste steige ich wieder ab. Also da bin ich so zu Fuß auf jeden Fall besser klargekommen. Was steht hier dran? Achtung, Magieverbot. Nach Erlass unseres Kanzlers Baratheon ist das Ausüben von Magie im Reich verboten, das Lehren von Magie im Reich verboten, die Bildung magischer Vereinigung verboten, das Handeln mit magischen Gegenständen verboten. Weitere Verbote können im Gericht von Erotin eingesehen werden. Uiuiui, da müssen wir uns aber in Acht nehmen. Da haben wir überall schon gegen verstoßen. Hier steht das auch nochmal dran. Was steht hier dran? Die Hexenglocke. Für unsere Sicherheit. Ja, okay, lese ich vor. Bürger von Nerim, wie lange schon musstet ihr die Nächte in ständiger Angst verbringen? Habt kein Auge zugetan oder euch in Albträumen gewälzt, weil in euch die Furcht vor einer unermesslichen Grausamkeit hauste. Die Furcht vor der Magie. Hexen, Magier, Scharlatan und anderes Gesindel suchten regelmäßig die Siedlungen heim, stahlen mit ihren Geistestricks die Kinder und ließen mit ihren Flüchen die Ernten verdorren. Das alles hat nun ein Ende. Unser Kanzler Baratheon hat Anweisungen erlassen, in jeder Siedlung des Reiches einen Glockenturm zu errichten. Diese Türme erkennen, wenn in ihrer Nähe Magie gewirkt wird. Und schlagen umgehend Alarm. Unsere Soldaten können den Delinquenten dann einer Strafe zuführen. Aber funktionieren die Glockentürme nicht auch mit Magie, fragt ihr euch? Das ist richtig, doch manchmal muss Feuer mit Feuer bekämpft werden. Gegen die Plage des Magierpacks ist Magie die einzige Rettung. Die Zauberei, mit der die Glocken funktionieren, ist vollkommen harmlos und kann niemandem schaden. Sobald Hexen und Magier keine Gefahr mehr darstellen, werden die Türme ohne Umschweife abgebaut und ihre Magie zunichte gemacht. Es geschieht für die Sicherheit der Bürger Nerims. Überlegenheit durch Stärke, Stärke durch Einigkeit. Eieiei, da müssen wir uns ja in Acht nehmen. Also wenn wir jetzt hier zaubern, dann war es das. Dann geht wahrscheinlich die Glocke los. Und dann kommt er und der brät uns einen über. Uiuiui. Oh nein, jetzt habe ich mich hier wieder verfriemelt. Ich fasse es nicht. Ah, das ist aber, weil ich immer an alle Ecken und so gucken muss. Oh, nee. Manchmal ist diese Third-Person-Ansicht nicht schlecht. Kann ich das nehmen? Ja, anscheinend ja schon. Wurde ja jetzt nicht als Diebstahl gekennzeichnet. Oh, hier ist überall was drin. Ich fasse es nicht. Oh, wie geil. Und wir dürfen das alles nehmen. Stark. Jetzt nehme ich alles mit. Hier wird doch garantiert irgendein Händler sein. Oh, noch eine Rolle, wo ich das verkaufen kann. Da bin ich sogar schon einmal dran vorbeigelaufen. Ende einer Reise. Ja, ich glaube, das Buch haben wir tatsächlich schon. Und das bin ich euch, glaube ich, sogar noch schuldig. Das möchte ich jetzt aber nicht lesen. Das ist relativ lang. Gesucht?
Ich fasse es nicht. An diesem Brett wurden einige Gesuche angeheftet, darunter auch Kopfgeldaufträge für gesuchte Verbrecher. Ja, nehmen wir an, ne? Groschen, wir müssen den Esel wieder verdienen. Quest hinzugefügt, gesucht. Ich habe mich dazu entschlossen, einen der Kopfgeldaufträge anzunehmen. Gesucht wird der grobschlächtige Kurtos. 150 Goldstücke stehen auf seinen Tod aus. Ja, die schalten wir mal gleich aktiv. Noch einer. Gesucht wird Sven Tellerklauer. Klaut mit Vorliebe Teller und Schalen jeglicher Güteklasse und soll in der Wüste eine illegale Tanzstube führen. In der Wüste. Wo ist das denn? Warnung. Warnung. Alle Reisenden werden gebeten, die Umgebung der Stahltrossmine südöstlich von Fort Sanden und nordöstlich von Gilead zu meiden. Die rücksichtslose Diebesbruderschaft der Sildonar hat die Mine in ihren Besitz gebracht und bekämpft jeden, der sich ihr nähert. Kanzler Baratheon, ich weiß wirklich nicht, wie es ausgesprochen wird, hat bis heute keine Bemühungen angestellt, die Mine wieder in Besitz von Erutin zu bringen. Nach einigen merkwürdigen Todesfällen in den unteren Ebenen der Mine wurden diese geschlossen und nur noch die oberste war in Betrieb, weshalb sie für den Kanzler als nicht ertragreich genug angesehen wird. Betreten des Minengeländes erfolgt auf eigene Gefahr, gezeichnet Arnor, ehemaliger Schichtführer der Stahltrossmine. Oh, das ist auch eine Quest. Quest hinzugefügt, der Ruf aus der Tiefe. Die Stahltrossmine nordöstlich von Gilead und südöstlich von Fort Sanden wurde von der Sildonar-Bruderschaft überfallen. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Der ehemalige Schichtführer warnt vor dem Betreten der Mine. Mit Warnhinweisen, es scheint dort gefährlich zu sein. In Klammern, ihr solltet diese Aufgabe erst wahrnehmen, wenn ihr Stufe 10 erreicht habt. Ah, okay. Gut, Stufe 10 haben wir ja bei weitem noch nicht. Ich glaube, wir haben ja gerade Stufe 7. Also, da sollten wir vielleicht noch ein bisschen warten. Vielleicht mit Stufe 9. Kann ja sein. Ja, nee, das stand da ja auch. Steinfeld. Ja, Steinfeld müssten wir eigentlich auch noch mal. Oh, Taverne. Oh, geil. Hier gibt es wieder so viele Sachen zu gucken. Ah, das ist wieder Clown hier, ne? Da müssen wir aufpassen. Truhe, oha, das ist aber alles sehr interessant hier. Boah, hier sind so viele geile Sachen. Ich würde die am liebsten ja mitgehen lassen, aber die sind natürlich alle mit rot gekennzeichnet, also das wäre wahrscheinlich Diebstahl. Ja, bitte, was kann ich für euch tun? Tauschhandel? Blaukappe und der böse Berglöwe. Ja, müssen wir mal sehen, was die so kauft. Ich schlag's mal vor. Mal sehen. Ja, das funktioniert. Geil, werden wir hier gleich noch ein paar Sachen bei ihr los. Waffen kauft sie anscheinend nicht. So viele Tränke, ne? Ist er? Astan der Säufer. Oh nee, das gebe ich mir nicht. Der ist besoffen und labert auch noch Dünnschiss. Das. Nee. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, mega, Leute. Einen Esel haben wir jetzt auch. Das heißt, Spinnenhöhlen. Ja, geil. Das nächste. Was passiert, wenn man da das Tor aufmacht? Laufen die denn weg? Ups. Sehr leicht und gleich beim ersten Mal verkackt. Ja, ey, grüß euch. Gönnt euch eine Runde. Raus mit euch in die freie Welt. Geil, mein grauer Esel. Mein grauer Esel, wie schön. Fredo. Ach genau, wir hatten ja noch eine Rune gefunden. Peng, Schockschild. Was auch immer die macht, das werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig mit dem Reiten. Ich bin immer viel schneller, als der Esel dann reagiert letztlich. Ich werde das so machen. Ich werde das auf Q setzen, also auf automatisch. Und nur links und rechts bedienen. Das ist für mich ein bisschen einfacher. Reiten wir noch ein bisschen rum hier. Geil. Leute, geil. Ich freue mich. Und da oben ist auch noch was. Die müssen wir ja auch noch machen. Ganz stark, ganz, ganz stark. Ich freue mich sehr. Wir haben Gilead erreicht. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Wir haben ja recht viel zu tun. Also wir müssen Gilead erkunden. Wir haben die Spinnenhöhlen gefunden. Wir haben diese Ruinen von Astadot. Astadot oder wie auch immer das heißt, gefunden. Also ich freue mich auf die nächste Folge, die wird bestimmt wieder richtig spannend. Ja, aber heute ist hier an der Stelle Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!